Herzlich willkommen zum Idealism Prevails Kamingespräch Mensch und Gesundheitssystem. Mein heutiger Gast ist die außerordentliche Universitätsprofessorin Doktorin Martina Kaller. Sie ist promovierte Wissenschaftstheoretikerin und Professorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien. Herzlich willkommen, Martina Kaller. Ja, also die erste Frage, die uns heute beschäftigt, ist die Frage nach dem Gesundheitsbereich, der ja auch als Gesundheitssystem bezeichnet wird im Rahmen eines Staates. Die Grundsatzfrage, die sich stellt, ist, was haben Systeme für Wirkungen auf Bereiche, die auch staatlich organisiert sind oder die für die Gesellschaft wichtig sind? Macht das einen Unterschied sozusagen, wenn man von einem System spricht oder wenn man sagt, okay, die Gesundheit gehört halt irgendwie organisiert? Sie haben jetzt in Ihrer Frage schon eine Reihe von Begriffen verwendet, die Uwe Bergson in einem sehr klugen, kurzen Buch einmal Plastikwörter genannt haben. Das sind so Wörter, die wir verwenden, um irgendwas auszudrücken, das eigentlich keinen Sinn hat in diesem Zusammenhang. Nicht, ich sage, ich unterstelle Ihnen nicht, dass Sie jetzt was Sinnloses gesagt haben, sondern es passiert. Und es ist ja nicht nur von Staaten, dass solche Begriffe wie Gesundheitssystem oder der Gesundheitsbereich, das ist ein sehr deutscher Ausdruck, verwendet werden und dass das alles organisiert werden muss. Das ist ja auch, das kommt natürlich auch in den wissenschaftlichen Papers vor. Also das sind so Begriffe, die sind einmal, zum Beispiel System, das kommt aus der Mathematik. Ja. Eigentlich, ja, das System in der Mathematik, ich frage das oft auch in den Lehrveranstaltungen oder bei Vorträgen, mal bitte erklären Sie mir, was ein System ist. Und dann kommen wir eigentlich drauf, dass wir es nicht sagen können, dass wir nicht wissen können oder nicht wissen, wir keinen Konsens erlangen über das, was ein System ist. Und dann erkläre ich, dass es in der Mathematik entstanden ist und beschreibt, dass zwei Objekte einer Gruppe die gleiche Eigenschaft haben. Zum Beispiel alle Dreiecke gegenüber anderen geometrischen Figuren oder alle gelbfarbenen geometrischen Figuren bilden ein System. Und das ist das Mindestmaß, ja, was sie gemeinsam haben müssen. So, und das wenden wir dann an auf alles. Ja, auf alles, wo wir irgendwie meinen, da ist etwas Komplexes zusammengefasst in einer sinnvollen Art und Weise. Dieser Sinn kann sich in Anbetracht der ursprünglichen Verwendung des Begriffs System leider nicht ermitteln. Weil wie viel soll man dazu zählen, was zählt raus, wie viele Varianten. Aber uns kommt immer vor, wenn es, ich weiß nicht, das Verkehrssystem, das Schulsystem, das Gesundheitssystem, wir wüssten, was das ist. Wir wissen es eigentlich nicht, wo das anfängt und wo das aufhört. Wir können es nicht definieren, wir können die Grenzen nicht setzen, weil wir es auch nicht wissen können. Niemand kann das wissen, was eingeschlossen wird und ausgeschlossen wird. Außerdem ist es natürlich auch sehr konjunkturell. Sie wissen ja, wie sehr auch alternative Heilverfahren in letzter Zeit während der Seuche hier in Misskredit gekommen sind, ausgeschlossen wurden und nicht beachtet wurden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt wichtiger war, also ich bin ja keine Expertin darin, aber man sieht, Einschließung, Ausschließung hat einen Grund, aber wie diese Grenzen oder passiert. Aber wie diese Grenzen verlaufen, das muss man sich eher vorstellen, wie so die Gipfel der Wellen am Meer, einmal mehr, einmal weniger. Also letztlich sagen wir dann, das, was im Gesundheitsbereich, das ist ein noch anonymerer Begriff, der Bereich, ja, was dort bezahlt wird, ja, was die Krankenkassen dort leisten, die ja inzwischen Gesundheitskassen heißen. Ja, die kümmern sich nicht mehr um die Kranken, sondern um alle. Ja. Und was langer Rede Sinn in diesem Zusammenhang ist für mich, dass
wenn wir System sagen oder gar Bereich, dass wir keine Zuständigkeiten identifizieren können. Das Ohne heißt, wer hat denn jetzt den Vorteil, wenn man ein System gründet sozusagen oder das System oder Bereich benennt, wenn Sie sagen, da gibt es dann keine Zuständigkeiten mehr, hat dann wirklich der einzelne Mensch einen Vorteil oder sind das andere, die hier einen Vorteil daraus ziehen? Ja, so weit möchte ich jetzt noch nicht gehen. Also der Vorteil, der Nachteil, das sind Bewertungen, die auch sehr konjunkturell sind und die man je nach Lage natürlich einschätzen kann. Aber da muss man auch sagen, ist es ein Vorteil, zum Beispiel mehr Geld zu bekommen für eine Maßnahme oder weniger? Und für wen ist es ein Vorteil? Also das können wir gern besprechen, aber vielleicht, wenn Sie mir gestatten, in einem folgenden Schritt. Der jetzige Schritt, der mir noch sehr am Herzen liegt, ist, dass wenn wir von System reden, dann reden wir von etwas, das auf jeden Fall mit Gleichwertigkeit zu tun hat. Also flache Hierarchien. Es sind die gelben Dreiecke nicht mehr wert als die gelben Vierecke. Also das, um das geht es gar nicht. Und sie verhalten sich aber zueinander. Das ist ein Verhältnis, das hier ausgedrückt wird. Und das System, die Systemtheorie ist ja auch sehr beschleunigt worden in ihrer Akzeptanz durch dieses Verstehen, dass der Flügelschlag des Schmetterlings in Australien Auswirkungen hat auf alle Geschehen, die sonst nicht nur Tiere und Geografie, sondern auf alles hat. Und das ist das Faszinierende an der Systemtheorie. Alles hängt mit allem zusammen und hat Wirkung. Aber es ist im politischen Sinne überaus verwirrend durch diese flache Hierarchie, dass wir eigentlich, und ich sage, das ist wir immer so in einem allgemeinen Wir und hoffe, dass mir dieses rhetorische Mittel erlaubt ist, dass wir eigentlich die Zuständigkeiten nicht mehr erfassen können. Und das geht dann noch in den nächsten Schritt im Bereich. Also im Schulbereich werden jetzt die Noten evaluiert, ob die noch sinnvoll sind. Ja, wer wird evaluiert? Wer macht das? In wessen Interesse ist das? Und jetzt kommen wir auch zu den Vor- und Nachteilen. Und vor allem, welches Ziel haben diese Maßnahmen in diesem Bereich? Und das kennen wir ja aus dem Alltag, dass wir schon so das Gefühl haben, wenn wieder was verändert wird in diesen Bereichen unseres Gemeinschaftslebens und der Organisation des Staates und der Gemeinschaft, der Gesellschaft, dass es meistens heißt, erstens, nachdem kennen wir uns nicht mehr wirklich aus, also unsere Urteilsfähigkeit wird reduziert. Und viele sagen auch, und das wird dann auch wieder mehr kosten. Da sind natürlich jetzt die Vor- und Nachteile, müssen wir jetzt aufteilen. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, hier ist die große Zentrale, ja, das große Reset und in dieser Zentrale wird da so alles entschieden. Aber man muss auf jeden Fall wissen, wer entscheidet, was zu welchem Zeitpunkt. Und das wird mir nicht vermittelt in diesem, wenn ich von System spreche. Dort kann es nicht sein, das kann ich als Wissenschaftstheoretikerin affirmieren. Und Bereich, mein Bereich ist eigentlich eine räumliche Zuschreibung. Also das ist passiert, also passiert das jetzt im Spital oder in der Schulklasse oder in irgendeinem anderen Forum. Also der ist nicht nur irreführend, sondern falsch angewendet. Das sage ich jetzt mal so autoritär. Gesundheit ist ja etwas sehr Individuelles. Jetzt ist das sogenannte Gesundheitssystem ja ein System, das die Gesundheit der Bevölkerung erhalten will oder auch nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich erinnere mich an einen von Ihnen sehr kritischen Beitrag, auch in diesem Zusammenhang schon vor rund 2 Jahren, wo Sie diese Frage aufgeworfen haben und wo Sie zu einem sehr interessanten Schluss gekommen sind, was die Aufgabe sozusagen des Gesundheitssystems wäre. Nämlich nicht dem Menschen zu dienen, sondern dem System selbst oder es zu entlasten von den Menschen. So hätte ich es jetzt interpretiert. Würden Sie das ein wunderbares Beispiel, wenn ich das so sagen darf. Also ich versuche das jetzt einmal so runter zu deklinieren und nicht also so wiederholen, was ich ohne das geschrieben habe. Also in diesem Gesundheitssystem
Da spielen viele Komponenten zusammen, die selbst auch jene, die da drinnen sind, nicht überschauen und auch keine Entscheidungen treffen. Also jede ist da so ein Rädchen in der ganzen Maschine. So, dann hat uns noch nicht einmal Ende des ersten Seuchenjahres, ich sage immer Seuche, weil ich es wirklich als sowas verstehe, ja, mit all seiner Dramatik, ist uns erklärt worden, wir müssen die älteren Personen schützen. Die sind eine Risikogruppe. Und schützen heißt, keinen Kontakt mit ihnen zu haben. Und was wir hier retten, seien jene Personen, die dieser Risikogruppe angehören. Ich kann Ihnen sagen, meine Mutter ist 85 und hat mir damals gesagt, weißt du schon, ich gehöre jetzt einer neuen Gruppe an, der Risikogruppe. Ich habe mich dazu nicht angemeldet, ich habe mich dort nicht eingeschrieben. Ja? Also das kommt, wird also deklariert und diese Leute, diese Personen ganz konkret, wer hat keine Eltern, hat keine Personen, Freunde in diesem Alter, werden jetzt abgesondert und gerettet. Ein halbes Jahr später war die offizielle Diktion, jedenfalls bei uns in Österreich, aber das hat so gut wie alle europäischen Länder auch so gemacht und in den USA, war es eigentlich nicht mehr das Individuum oder die Personen der Risikogruppe, die geschützt wurden, sondern das Gesundheitssystem selbst. So, an was müssen wir jetzt denken? Was müssen wir jetzt genau denken? Also übersetzt heißt das, die Nummer der Spitalsbetten muss potenziell für Erkrankungen, schwere Erkrankungen durch diesen Virus reserviert werden. Das heißt, übersetzt, schau, dass du nicht ins Krankenhaus kommst, weil sonst wird dieses System überlastet. Sonst können die das nicht mehr leisten. Und da wird ja auch unterstellt, dass je mehr Krankenbetten zur Verfügung stehen, auch mehr Gesundheit gemacht wird. Also, und das war so erstaunlich, weil also ein halbes Jahr vorher, wie ich das gesagt habe, war das, also, na, also so kann ich das nicht sagen. Also natürlich auch kritische Stimmen, die ich gerne höre, gesagt, das ist jetzt übertrieben. Und wie gesagt, ein halbes Jahr später war das die Argumentation. Und wieder, das Gesundheitssystem müssen wir retten. Die Gesundheitskassen, die immer Krankenkassen waren, oder so mal eben. Und also für mich und viele meiner Freundinnen und Freunden hat sich das eben auf diese Spitalsbetten, diese Kapazität reduziert. Also für Leute, die noch nie im Spital waren, so wie ich, können sie sich das eigentlich nur vorstellen, wenn ihnen das per Film, bei irgendwelchen Nachrichten ins Haus geliefert wird. Aber ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, was eine Anästhesistin zum Beispiel durchgemacht hat in diesem ersten Pandemiejahr, dieses Seuchenjahr, weil die haben ja keine Mittel gehabt. Die sind da gestanden und konnten eigentlich nichts machen. Also so viel zu der Kapazität in beider Hinsicht, also numerisch als auch qualitativ in dieser ersten Phase der Corona-Seuche. Das heißt, Ihren Worten entnehme ich, dass es da dann nicht um die Gesundheit des Menschen gegangen ist, sondern um die Gesundheit des Gesundheitssystems und daher natürlich indirekt vielleicht auch um die Gesundheit des Menschen, nämlich vom Spital fernzuhalten oder von der Hospitalisierung sozusagen. Woher kommen denn solche Ideen, dass Gesundheit auch organisiert werden muss, dass sie in ein System gepackt werden muss? Ist das etwas, was sozusagen in der Weltgeschichte immer schon so war oder gibt es einen Knackpunkt, mit dem diese Überlegungen dann Einzug gehalten haben? Ja, selbstverständlich gibt es hier einen historischen Moment, jedenfalls in der europäischen und damit Kolonialgeschichte. Das ist die Zeit also des späten 17., frühen 18. Jahrhundert, kommt darauf an, wo das genau, also in welcher geografischen Region wir das verorten. In Österreich ist das die Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Erinnern Sie sich also an die Experten, an das Expertengremium, mit dem dann Maria Theresia oder sie war eine der ersten in Österreich einen Staat aufgebaut hat. Das ist eine Sache, die gar nicht so einfach zu verstehen ist für jemanden, der in diese Phase
kommt und plötzlich ein Teil eines Staates wird. Der Staat versucht mit als Staat so weitreichend als möglich zu agieren, sozusagen jede Bürgerin, jeden Bürger, jedes Kind, jeden Alten, ja, zu erreichen, wo immer in diese Person im Staatsgebiet lebt. Also das geht jetzt über die Dimension der Zuständigkeit in Fürstentümern und so weiter hinaus. Das heißt dann wirklich der Staat, und dazu braucht es Drill. Das ist klar. Und der Drill findet erst einmal also durch die Zwangsrekrutierungen statt, also Konskriptionsnummern. Das ist eine ganz neue Maßnahme im absolutistischen Staat, in der aufgeklärten Form. Dann Schule, unbedingt Schule, ja, also Zwangsschule, Pflichtschule. Da steht irgendwie die Idee dahinter, wenn man sehr polemisch formulieren wird, dass da eine Urdummheit gibt, analog der Ursünde, und die muss durch Beschulung behoben werden. Das wäre der eine Zugang. Der andere ist der Drill, ja, dass auch schon Kindern von Anfang an, die lernen dann auch, was ein Staat ist und was ein Staatsoberhaupt auch zu tun hat und was sie vor allem selber zu tun haben, um Staatsbürger zu sein. In diesem Zusammenhang spielt dann auch die Kontrolle des gesunden Körpers eine Rolle oder des Körpers. Konskription, Rekrutierung beinhaltet diese, die Burschen zur Stellung gehen, also diese Untersuchungen an ihrem Körper, ob auch sie Teil des Wehrkörpers sein können, dass ihr eigener Körper, der mit ihrem Leib, mit ihrem Denken überhaupt nichts zu tun hat, physisch diesem Wehrkörper eingegliedert werden kann. Und das wurde untersucht und kontrolliert und auch seitens der viele medizinischen Experimente haben auch an dieser Kontrollgruppe stattgefunden. Das war die erste Gruppe, wo man zum Beispiel festgehalten hat, wie viel Essen die brauchen und von welcher Art. Ja? Also das, weil die mussten ja versorgt werden in der Armee. In der Schule haben wir ganz ähnliche Aspekte, und der Vollständigkeit halber möchte ich noch erwähnen, dass sich auch die Justiz, dass die Justiz maßgeblich reformiert wurde. Und zwar, und ich denke, das passt jetzt sehr gut zur Gesundheit, und ich komme dann auch gleich dazu, dass in der vorfrühneuzeitlichen, also vor diesem aufgeklärten Absolutismus und vor dieser Vorstellung eines Staates mit Staatsbürgern, die Pflichten haben gegenüber dem Staat, andere Kriterien eine Rolle gespielt haben. Und im Falle eines Verbrechens, und welches auch immer, es konnte ja auch was Kleines sein, musste diejenige Person, die identifiziert wurde, das hat ausgeübt zu haben, eine Sühne muss da exerziert werden. Und dann ist das Verbrechen weg. Manchmal auch der Verbrecher, wenn nämlich die Sühne der Galgen war. Aber dann war die Sache gegessen. Es war gesühnt. Und in der frühen Neuzeit kommt dann die Idee auf und entwickelt sich, dass Menschen, die ein Verbrechen begangen haben, also Kriminelle, die auch wieder ihr Verhalten verändern könnten. Dieses Verhalten könnte korrigiert werden in der Vollzugsanstalt. Und was wird da vollzogen? Die Umerziehung. In Englisch, also auf jeden Fall in Amerika, heißt das ja immer noch Correctional Centers, also Zentren, in denen die Menschen, also eigentlich ihr Verhalten, korrigiert wird. Das heißt, selbst jene Person, die das Gesetz missachtet hat, hat die Chance, durch Drill wieder in Ordnung zu kommen. Es war ein unglaublicher Bruch, so zu denken. Und die Konflikte daraus ziehen sich ja immer noch bis ins 21. Jahrhundert, wenn wir immer wieder notwendigerweise das Prinzip der Todesstrafe diskutieren müssen und in Frage stellen. So, jetzt komme ich aber zur Gesundheit, wenn ich darf, oder vielleicht wollen Sie noch etwas dazu. Nein, gerne, bitte. Die Gesundheit ist der Bogen, den wir spannen wollen, also kommen wir wieder zurück. Gerne, ja. Die Gesundheit bei der Rekrutierung, also bei der Stellung, bei der Untersuchung, bezieht sich lediglich auf den Körper. Ja, wir kennen auch inzwischen, also den Begriff ist sehr üblich, der Maschinenkörper, ob der funktioniert oder nicht. Körper
kommt als Begriff von Corpus, und Corpus wird sowohl für diesen leblosen Körper, also die Leiche, als auch dann in der Medizin der frühen Neuzeit hat das plötzlich auf den lebenden Körper ausgedehnt. Also dieser leblose und der lebendige Körper sind dann mit einem Begriff, werden die genannt, weil man die Ver also weil man jedenfalls den lebendigen Körper verändern kann. Man kann aber auch den toten Körper verändern, durch Sezieren und so weiter, ja, aufschneiden, jeglicher Art. Das ist für Menschen, ja, die diesen Übergang erlebt haben, und wir sprechen hier von 200 Jahren, dramatisch. Das ist genauso dramatisch wie mit dem Sühnen, weil die ja gelernt haben, dass der Mensch einen Leib hat, und dieser Leib hat eine Seele oder auch eine Psyche, und dieser Leib ist ganz viel, und das ist vor allem auch ein Leib in der Communitas, in dieser Gemeinschaft, in diesem gemeinschaftlichen, wenn wir so wollen, Leib eingebunden. Ja, und dann muss man das lernen, dass das aber individuell ist und dass es gar nicht mehr um den beseelten Körper geht, um den Körper mit einer Psyche, später hieß das dann Geist, ne? Also das war dann abgetrennt, der Körper. Und der Körper auch minderwertig, weil eben vergänglich, weil krankheitsanfällig. Und da kann man was korrigieren. Jetzt haben wir aber gesehen, also jetzt können wir ja schon rückblicken und beginnen, also diese Situation der überall weltweit kassierenden Seuche zu analysieren. Und dann sehen wir, ich würde sagen, gar nicht so erstaunlicherweise, aber ich bin auch keine Fachfrau, dass die meisten Menschen, vor allem junge Frauen, gar nicht wegen dieser Krankheit krank geworden sind, sondern ihre Psyche krank geworden ist. Viele Menschen auch fürchterlich unter Angstzuständen gelitten haben, während und auch noch heute dieses Phänomens. Das heißt, also wir haben hier überhaupt nicht wahrgenommen, dass die Schädigung ja nicht nur unmittelbar durch das Virus im Abbereich oder wo auch immer, ja, eintritt, sondern dass das auch in der Seele eintritt, im Leib, im, wie immer man das nennen will, Psyche, ja, und dass das schwere Folgeschäden sind. Und das war wenig im Fokus. Und ich denke mal, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass das damit zu tun hat, dass ja auch der Körper gedrillt werden muss. Dieser lebendige Körper, der keine Psyche hat, der muss gedrillt werden, der muss gesund erhalten werden. Und gesund hat sich für mich in den letzten 2 Jahren erschlossen als Immunsystem. Also ich bin jetzt nicht mehr die Martina, ich bin jetzt nicht mehr die Person, die auf eine Weise spricht, auf eine Weise fühlt, auf eine Weise kommuniziert, auf eine Weise umarmt jemanden, ja, sondern ich bin jetzt dieser Körper und ich bin jetzt nur noch das Immunsystem. Und dann habe ich wieder dieses System, alles gleich, wer macht was an mir, was soll ich eigentlich machen? Und was ja die Ärzte sehr wohl bei Krankheiten und auch Impfungen bis dato respektiert haben, das war die individuelle Indikation. Wenn ich zum Beispiel, und ich habe das getan, darum zitiere ich das gern, nach Brasilien reise, von Brasilien nach Paraguay einreise, brauche ich für die Rückreise nach Brasilien den Nachweis einer Gelbfieberimpfung. Ja? Also das ist von außen festgelegt, also ich kann mich jetzt entscheiden oder nicht, will ich diese Reise machen oder nicht. Die Indikation war ausschließlich verwaltungstechnischer Art, nämlich die Einreisebestimmungen in Brasilien nach dem Aufenthalt in Paraguay, Nachbarstaaten. Ja? Und also das hat mit meiner tatsächlichen Situation und ob ich in Gebiete gewesen wäre, gefahren wäre, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist, da dieses Gelbfieber
zu bekommen oder nicht, ob ich mich ständig in klimatisierten Verhältnissen aufgehalten habe oder nicht. Alles, das spielt keine Rolle. Das ist eine administrative Bestimmung, ja, eines Staates. Und sonst nichts. Hat mit der Martina Kalla nichts zu tun, außer dass sie diesen Grenzübertritt plant und dann auch vollzogen hat. Und so ist es natürlich auch, wenn ich mich jetzt mit sowas Eigenartigen beschäftigt wie meinem Immunsystem, könnte ich mich ja auch fragen, habe ich eine Indikation, die Vorerkrankungen, kriege ich sonst immer Husten, Schnupfen, Heiserkeit, wenn die Jahreszeit danach ist. All das konnte ich nicht machen. Ich hatte keine Möglichkeit, mit meiner persönlichen Empfinden von Gesundheit, bei Gesundheit ist so komisch, mein Wohlbefinden, ja, oder mein weniger Wohlbefinden hier auch einzubringen. Und das sage ich jetzt natürlich nur rhetorisch im Singular, weil uns das alle betrifft, in einer mehr oder weniger expliziten Form. Die einen sprechen es aus, die anderen nicht, die anderen sagen auch viele interessante Sachen, die sie halt dann, die leider auch nicht verifizierbar sind, aber wo sie das nach außen bringen, protestieren, mit guten und weniger guten Argumenten. Es tut sich was, aber wir werden nicht angesprochen als eben Personen in unserer Leibhaftigkeit. Ich verwende diesen Begriff, der sehr stark natürlich auch mit Christentum konnotiert, nur habe ich keinen anderen. Mhm. Das ist ja eine sehr technologische Sichtweise auch auf den Menschen und auf sein Funktionieren und auf die Funktionstüchtigkeit des Körpers. Sie haben von diesem Expertengremium auch bei Maria Theresia gesprochen, dieser Umbruch, der da entstanden ist durch diese Sichtweise auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft. Experten gab es ja in der letzten Zeit auch einige, die an sozusagen befragt wurden. Es gab auch einen Expertenrat oder ein Expertengremium, das sich die Politiker, die Regierung zur Hand genommen haben, um Hilfe zu bekommen und auf deren Basis sie ja dann auch politische Entscheidungen getroffen haben. Wie weit ist das eine günstige Konstellation, dass politische Entscheidungen auf der Basis von Expertenrat getroffen werden oder wurden? Ja, ob das günstig ist oder ungünstig, ist ein Urteil. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, es stiftet Verwirrung. Und zwar ausreichend. Weil hier auch wieder die Zuständigkeit der Entscheidung nicht geklärt ist. Formal, ja, politisch haben natürlich die Repräsentanten der Gesellschaft und des Wahlvolks haben die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen. Dafür haben sie diese Delegation, unsere Stimme erhalten. Wir wollen, dass die, mehr oder minder wollen wir das, dass die uns regieren. Ja, also die Mehrheit will diese Regierung und die sollten Entscheidungen treffen. Jetzt ist es aber nicht so einfach. Das hat ja auch lange Geschichte, das war ja nicht die erste Katastrophe, die irgendwie im Rahmen einer politischer Maßnahmen angegangen werden musste oder halt beantwortet werden musste. Und es ist nicht zum ersten Mal, dass da so Experten eingesetzt wurden. Aber es ist sehr interessant, wie jetzt dieses Bonbonspiel zurückgeht und die Politikerinnen und Politiker sagen, ja, wir haben auf die Expertinnen gehört und die Experten sagen, hallo, wir haben nur gesagt, was wir wissen, was wir können, aber die Entscheidung haben wir nicht getroffen. Also noch mehr Verwirrung. Ja? Wer ist überhaupt zuständig? Wer handelt? Ja? Wen kann ich auch als Staatsbürgerin einmal fragen oder vielleicht sogar zur Rechenschaft ziehen im Sinne einer Aufklärung? Also ich bin jetzt nicht die sagt, da muss die Justiz eingreifen. Halt mir das alles so nieder als möglich, diese Bälle, weil die bringen nichts, weil die Antwort immer die gleiche sein wird. Die Verantwortung wird verschoben. Und das ist mein größtes, also das ist immer eigentlich das, was mich am meisten beschäftigt. Ich habe nämlich unter anderem ein Buch, eine Art Kontextualisierung des Lebens von Ivan Illich geschrieben. Einige Leute kennen ihn noch, andere lernen ihn wieder kennen. Das war ein sehr radikaler Kritiker der modernen Institutionen.
Und ich habe mich da viel auch auseinandergesetzt mit ihm. Und darum ist jetzt das, was ich über die Expertinnen und Experten sage, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern da bin ich auch eine Schülerin von Ivan Illich, die technisch nicht war, weil als wir uns kennenlernten, war er schon sehr betagt und nicht mehr also in der Lehre tätig. Jedenfalls sagt Ivan Illich, dass das mit den Expertenmeinungen folgendermaßen funktioniert. Also erst gibt es eine Diagnose. Das ist ein Problem. Die Brücke ist eingestürzt. Wir müssen analysieren, wieso die Brücke eingestürzt ist. Und da werden sehr viele Experten zu Rat gezogen und Expertinnen, die dann feststellen, das und das und das Detail und alles zusammen hat nicht gestimmt. Was ist die Folge? Was ist dann der Rat? Ja, wir brauchen mehr Experten, um eine Brücke zu bauen, die dieses unglückliche Schicksal des Zusammenbrechens nicht mehr hat. Das heißt, und bei Ivan Illich, das ist das Monopol der Experten, die sich selber reproduzieren. In dieser Abfolge, dass sie eine Diagnose stellen und dann gleichzeitig sagen, wie man den Missstand repariert. Das ist einmalig in der Geschichte, dass das aufkommt in der frühen Neuzeit. Und das hat ja auch Sinn. Also die ersten Experten, Sachkundiger, hat man die genannt, waren die Leute, die Feuerwehr. Und ich sage jetzt auch, also wenn bei mir brennt und die Feuerwehr kommt daher, möchte ich nicht, dass die, sei es wissenschaftlich oder gewaltfrei, erst einmal miteinander diskutieren, was sie jetzt tun sollen, sondern ich hoffe ja doch, dass sie dann dazu kommen, dieses Feuer zu löschen. Muss auch was lernen und so. Also ich will das jetzt gar nicht runterspielen, dass hier auch Not an der Frau sein kann und dann möchte ich, dass das auch funktioniert. Es funktioniert auch im Einzelfall. Der Brand, das Hochwasser, selbst solche katastrophalen Ereignisse wie das Erdbeben in Syrien und in der Türkei vor einigen Wochen. Ja, also da passiert was. Es passieren aber auch wahnsinnig viele falsche Diagnosen. Das ist klar, weil diese Art von Expertise, also die Katastrophenbewältigung, die ist extrem fehleranfällig. Sie ist übrigens auch die allerkostspieligste Art mit einem Phänomen, das bedrohlich ist, selbstverständlich umzugehen oder unheimlich viel Schaden angerichtet hat. Also das ist schon in Ordnung. Nur diese Expertise, wenn wir es jetzt mal übersetzen in Umfälle, die uns geläufiger sind. Ich meine, ich bin selber in der Hochschulausbildung tätig. Ich bin also ein Teil des Bildungssystems, wenn wir so wollen. Natürlich, so würde ich, also ich, also meine Zuschreibung, also Zuschreibung meiner Tätigkeit, für die ich also ein Gehalt beziehe, auch erfolgen. Und jetzt überlegen Sie mal, was ist die Katastrophe? Was haben wir jetzt definiert? Wo ist die Diagnose? Was ist das Problem? Und müssen wir jetzt sofort handeln? Na, wir müssen uns austauschen, auch unter Expertinnen. Und da berufen wir uns auch auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja nur nominell auch als Experten bezeichnet werden, weil sie ganz was anderes machen. Erinnern Sie sich? Die Experten erstellen die Diagnose und erklären auch, wie das Problem gelöst wird. Immer auf der Schiene, wo sie gerade Experten sind. Die Wissenschaftler machen im Grunde ganz was anderes. Egal, ob ich in die Petrischale schaue oder mein Archivmaterialien durchschaue, ich interpretiere ständig. Das heißt, das Einzige, was Wissenschaftler herstellen, sind Modelle. Und je anschlussfähiger die an andere Modelle sind, also je mehr Leute so etwas Ähnliches diskutieren, umso stärker wird es diskutiert. Also darum gibt es auch Konjunkturen in der wissenschaftlichen Forschung. Aber verabschieden wir uns bitte ein für alle Mal, dass da irgendwelche Ratschläge oder Entscheidungen rauskommen. Also die Wissenschaft entscheidet gar nichts. Die Wissenschaft hat sozusagen als große Überschrift den Zweifel und
das, was wir machen, ist von außen gesehen vielleicht ausgesprochen langweilig und unproduktiv, dass wir immer miteinander diskutieren, was eine neue Interpretation ist. Aber so, also jetzt mal so ganz basismäßig beschrieben, kommt die Wissenschaft zu ihrem Wissen, aber nicht zu endgültigen Schlüssen, zu etwas wie die Wahrheit oder, wie gesagt, der Ausdruck, der sogar so im Deutschen, also Wissenschaft kann man im Singular sagen, also die Wissenschaft sagt, das ist so irreführend, dass ich das als Wissenschaftlerin auch diskreditierend finde. Was heißt denn das jetzt für diesen von der Regierung angekündigten Versöhnungsprozess? Nicht? Es muss ja irgendwelche Parameter geben, an denen man etwas messen könnte, also so verstehe ich es zumindest, ja. Jetzt ist natürlich all das, was wir wissen und was wir erfahren haben, nicht unbedingt als Parameter zu sehen, weil ja Wissenschaft eben auch in sich immer wieder in Diskussion, im Diskurs ist und verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Gibt es sowas wie einen Gradmesser, den man in so einem Versöhnungsprozess ansetzen könnte? Ist dieser Versöhnungsprozess überhaupt sinnvoll? Wie sehen Sie das? Also damit überraschen Sie mich jetzt mit der Frage, aber ich möchte mich ihr stellen, auch wenn meine Ideen hier noch nicht so elaboriert sind. Ich denke, das Erste, was wir machen müssten, ist, ob wir überhaupt im Konflikt stehen und wer mit wem im Konflikt steht. Ist es ein Konflikt in einem System, wo wir sowieso nicht zurechtkommen und herausfinden können, wer eigentlich dafür zuständig ist, diese zu lösen, ja, oder diese Versöhnung, ja, dieses Concealing herbeizuführen? Oder sind wir nicht eigentlich eh in der Lage, hier auch wieder neue Koalitionen zum Beispiel in anderen Fragen zu finden, uns nicht einzubetonieren? Natürlich hat jeder die Erfahrung gemacht des Erstaunens über die Reaktion von Personen, Freunden innerhalb der Familie, die plötzlich eine ganz andere Haltung hatten gegenüber den Maßnahmen, also die von Experten erlassenen Maßnahmen im Zuge der Corona-Seuche. Und dass wir da in Konflikt gekommen sind, weil es geheißen hat, wir sollen solidarisch sein. Jetzt frage ich mich jetzt, wie sollen wir solidarisch sein, wenn das Ziel und das, was wir wollen, nicht in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft ausgehandelt wird? Also Solidarität von oben, das scheint mir also rein rhetorisch sinnvoll. Also wer hat eigentlich gesagt, dass wir so in solchem Konflikt sind, dass wir uns versöhnen müssen und wer ist eigentlich vielleicht doch auch mehr im Konflikt? Vielleicht ist eben auch dieser Verlust an Vertrauen, ja, dass die Politikerinnen und an die Expertinnen hatten und Expertinnen an die Politikerinnen. Ja, vielleicht ist da was erodiert. Da brauchen wir aber als Gesellschaft jetzt nicht so was Gewaltiges angehen wie eine Versöhnung. Eine Versöhnung braucht es bei wirklich ernsten Konflikten. Und das Beste bei einer Versöhnung ist es, jemanden dabei zu haben, einen Dritten, der keine Interessen hat. Sozusagen ein Dolmetscher. Aber in der Gesellschaft müssen uns diese Dolmetscher, wir müssen sie uns selber sein. Also das ist ein sehr, natürlich kann auch sehr moralisch ausgelegt werden, aber ich sehe es auch technisch so. Wer soll jetzt? Überfordert. Überfordert, weil ich nicht weiß, wer zuständig ist. Also in letzter Konsequenz bin ich selber zuständig. Und ich kann mich sehr wohl mit Personen versöhnen, wo wir vielleicht eine etwas rauere Begegnung hatten zu einem gewissen Zeitpunkt, dass wir unsere eigene Meinung austauschen konnten. Meine Argumente sind da ja nicht gefallen. Die Argumente, die sind basiert, ne? Also auf Fakten. Und da waren wir uns alle so, alle. Ja? Wusste ja kein, war ja keiner, hat ja keiner gewusst, wirklich, wenn wir dem Glauben schenken dürfen. Und davon gehe ich jetzt mal aus. Es gab kein Vorbild, ja, für das, was sie Pandemie genannt haben. Vielleicht war auch die Diagnose, dass es eine Pandemie ist, irreführend. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich stelle ja also hier meine Zweifel an alle Momente, ja, die mich betroffen haben, beziehungsweise die ich als politischer Mensch verfolge. Also erst einmal ist der Zweifel und wie gesagt, ich frage mich mal, wer?
Wer handelt, wer hat die Macht? Habe ich noch eine Macht? Habe ich meine Autonomie als politischer Mensch? Ist die jetzt auch nur noch ein Immunsystem? Also es geht hier auch um die Ebenen und es geht überhaupt um die, wenn da keiner mehr zuständig ist und ich die nicht identifizieren kann unter meinen Delegierten, ja, dann, wenn ich nicht mehr weiß, woran ich bin und an wen ich mich wenden soll, wie soll ich dann eben so etwas Kompliziertes machen wie Verantwortung über meine Gesundheit, also für meine Gesundheit zu übernehmen? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich kann Verantwortung für ein Kind übernehmen. Ich kann Verantwortung übernehmen, wenn ich ihre Katze hüten soll, weil sie weg sind. Oder ihre Wohnung. Ja, diese Verantwortung kann ich übernehmen. Da ist was. Aber wie Gesundheit. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich eine Verantwortung über meinen Körper übernehmen will. Ich meine, das meiste ist da drinnen. Da bräuchte ich erst einmal alle Durchleuchtungstechniken und alles, was da so angefahren ist. Und jetzt endlich diese Überlegung mit einer Phrase von Ivan Illich. Und das ist natürlich, hier geht es um Askese und Verzicht. Das ist nicht etwas, was so leicht zu nehmen ist, wie gesagt. Ja? Aber er hat gesagt, nicht dorthin zu gehen, wohin man gehen könnte, ist widerständiges Verhalten. Also nicht alles auszureizen. Ja? Ich darf das persönlich für mich so interpretieren, wie ich will. Ja, ich lasse mich nicht durchleuchten und wenn mir der Zahn weh tut, dann gehe ich zum Zahnarzt. Fertig. Aber nicht sozusagen präventiv, weil das ist ja die nächste. Erst ist es die Krankenkassen, dann sind es die Gesundheitskassen und jetzt ist die Prävention also im Vordergrund. Also wieder, alle halten uns davor ab, das zu konsumieren, was sie das, die Errungenschaften des Gesundheitssystems nennen. Zum Beispiel. Auch die Entwicklung eines Medikaments gegen diese neue Krankheit, ja, Covid heißt. Also soll das gar nicht. Abschließend stellt sich für mich jetzt noch eine sehr praktische Frage. Wie kann der einzelne Mensch jetzt seiner Aufgabe oder seiner gerecht werden, hier mit solchen Situationen umzugehen? Ja? Weil es entsteht ja immer so ein bisschen ein Vakuum zu sagen, okay, worauf höre ich jetzt? Wem höre ich jetzt zu? Genügt es mir selbst zuzuhören? Muss ich auf einen Experten hören, auf einen Politiker? Was wäre denn so ein Ausweg aus diesem fast Teufelskreis, in dem man sich da bewegt? Gibt es da eine persönliche Sichtweise auf oder einen persönlichen Ratschlag für Menschen in dieser sehr schwierigen Situation? Also was sich bewährt hat, auch historisch, und wenn Sie das nachvollziehen in Ihrer eigenen Lebensgeschichte, ist das Zusammenhalten. Dass Leute zusammenhalten, und das heißt auch nicht nur jetzt eben, wie wir das gesehen haben, also in diesen katastrophalen Bildern von der Türkei, dass die gemeinsam mit ihren bloßen Händen Steine bewegt haben, um Leute auszugraben, das kannst du nicht allein machen. Ja? Oder ob es darum geht, also was die ganze Umweltzerstörung betrifft, allein einen Garten anlegen, das ist, da müssen sie sich hauptberuflich damit beschäftigen. In der Wohngemeinschaft, im Gebäude, also mit den Nachbarinnen und Nachbarn, die Lust haben, ist das was ganz anderes. Und das war in der Pandemie bei jenen Personen, die wirklich alle Maßnahmen sehr gewissenhaft vollzogen haben, sehr schwer möglich. Weil so nett das Gespräch ja ist mit ihnen auf Zoom, ja, dieses Vertrauen, das wir brauchen in der Kommunität, in der Gemeinschaft, das, so weit sind wir noch nicht, so weit sind wir noch nicht angepasst, glaube ich, dass wir das herstellen können. Obwohl das natürlich auch politisch ein Phänomen ist, dass also bei Demos und so weiter, also das mit den Handys und Angriffe zu filmen und so, ich will das jetzt nicht sagen. Ich sage jetzt nur, wir sind halt noch nicht ausreichend gewohnt und wir brauchen noch das Klima des anderen. Also seine Ausdrucksweise, seine Ausdünstung, alles, was wir nicht wirklich explizit wahrnehmen, um Vertrauen zu haben und auch sich mal das andere anzuhören. Und dann vielleicht nicht im ersten, aber im zweiten Schritt noch im Nachdenkprozess wieder drauf zurückzukommen und zu fragen, wie ist es gemeint und vielleicht kann ich davon was profitieren und auch in meine Vorstellungswelt aufnehmen. Aber wenn Sie sich vor Augen halten, dass nach dem ersten 1,5 Jahren nach der
Beginn dieser Covid-Krise haben sich Linguistinnen damit beschäftigt, wie viele neue Begriffe wir verwenden. Und das waren über 1300. Also wenn Sie sich mit solchen Sachen aus der Virologie und allen Dingen, also von, weiß nicht, Virus bis Covidiot, wenn Sie mit sowas vollgeschüttet werden und dann nicht die Möglichkeit haben, das auch einmal zu verwitzeln, ja, oder mit vertrauten Personen im vertrauten Rahmen zu besprechen. Wie soll es da zu was kommen? Das kommt es nur zu einer einerseits Explosion von sogenannten Fachwissen, das sie ja nicht haben. Ja? Also ich kann nichts sagen über diese Erkrankung. Ich bin ja halt zuständig. Ich weiß es nicht. Ja? Und das wäre auch mir das Klügste gewesen, vor jeder Entscheidung zu sagen. Ja? Ich weiß es nicht, aber im Moment kommt uns vor, das wäre günstig und würde sie da nicht mitmachen wollen oder so, ja, so ein bisschen auf Schulausflugmäßig, also uns zu sammeln und in die Arme zu nehmen, ja, und ja, natürlich auch auf das, ja, auf die zu erwartende Tatsache zurückzuführen, dass wir einen falschen, dass wir mal falsch abgebogen sind, also müssen wir wieder zurück. Also das könnte auch so etwas, so die Grundlage jedenfalls von Solidarität sein. Weil ich habe jetzt immer mal in diesem pluralen Ich gesprochen. Ne? Und da meine ich natürlich Leute, ganz konkrete Leute, die ich da einschließe auch. Ja? Weil ich dieses singuläre Wir nicht mag. Also wir haben gemacht, kann ich zwar so sagen, aber nicht, wenn ich was gemacht habe oder ich was meine, dann ist es nicht wir. Ne? Also ich habe ja sehr lange in Lateinamerika gelebt und da auch Forschungen betrieben. Das waren eigentlich meine historischen Arbeiten, habe ich aus vor allem Mexiko und Guatemala mitgebracht. Und da ist ja Krise, seit ich denken kann, seit meinem Studium. Ja? Also dieser ganze Neoliberalismus, der hat ja nicht gestern begonnen, ja? Hat an der Peripherie eingesetzt, Anfang der 80er Jahre. Und da ist Dauerkrise. Dauerkrise. Und es gibt auch, es ist auch klar, man kann die nicht alle beheben. Ja? Also das ist, man weiß, also der Staat kann es am wenigsten. Also muss man sich zusammentun. Das ist das Mittel der Wahl. Und wenn da eben ein Riesenloch in der Straße ist und sich die Nachbarschaft nicht einmal damit klarkommt, zu sagen, das müssen wir selber reparieren, bevor unsere Roller und unsere Beine alle kaputt sind. Aber das wird dann, das findet auch statt. Mhm. Also das sind, technisch sagt man dann, sind Verhandlungsprozesse, ja, in Gruppen oder Gemeinschaften. Und ja, das ist nicht das Ideal des Sozialstaats und auch nicht des absolutistischen Staats. Aber hat mich auch keiner gefragt, ob ich das jetzt befürworte. Und wie gesagt, man darf auch Elend nicht idealisieren. Aber man darf sich durchaus anschauen, wie andere Leute das machen. Martina Kaller, außerordentliche Universitätsprofessorin für Geschichte der Neuzeit an der Universität Wien und promovierte Wissenschaftstheoretikerin. Danke für Ihre Ausführungen zum heutigen Thema. Danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, für Ihr Interesse und für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf ein Wiedersehen beim nächsten Idealism Prevails Kamingespräch und wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Zeit. Idealism prevails. Make the world a better place.